Jo, ich bespaß dann mal so ein bisschen weiter unseren Gast. Na, wie läuft's? Im Ende ist alles okay soweit? Ziemlich am Ende sind sie da. Wie geht's? Oh. Wie geht's da unten eigentlich, seit die Regierung gewechselt hat? Ja, ich hab's gehört. Der Enderdrache wurde ja erschlagen. heimlich das Schwert wegleg. An dem noch das Blut klebt. Also, ich hab's gehört an den Nachrichten. Wie geht's denn da unten jetzt? Da muss doch das reinste Chaos sein. Entsetzlich. Oh, Shirin. Oh, bitte. Ja, was soll er sonst antworten? Hä? Ja, das ist verständlich, ne? Wie geht's denn eigentlich Ihrem Rücken, sagen Sie mal? Tut das nicht irgendwie ein bisschen weh auf Dauer, wenn man die ganze Zeit einfach nur rumsteht und wartet, bis sich die Leute wegdrehen und so, dass man den hinterherlatschen kann? Ich meine, es wird ja auch gesagt, dass Sie, Herr Enderman, verwandt sind mit dem sogenannten Slenderman. Was ist da dran? Alles nur billige Kopie. Der Slenderman natürlich, vom Enderman. Naja, klar. Ich finde das voll lustig, der bewegt sich nicht vom Fleck. Der bleibt einfach da und guckt mich andauernd an. Und ich weiß, ich mache gerade nicht viel, und als einfach nur diesen Enderman indirekt anzugucken. Aber das ist einfach mal ein zu cooles Bild gerade. Ich weiß nicht, ich finde das voll faszinierend. Die ganze Zeit diese Gegrissel um ihn herum. Und da habe ich noch Bricks gehabt. Ich glaube, einen hatte ich irgendwo noch in der Truhe. Müsste die Truhe direkt bei dem Vordereingang sein, die rechte Truhe. Da müsste ein Brick drin sein. Nee? Moment. Nachsehen. Vier sogar. Ach, vier sogar. Daraus kannst du, glaube ich, eine Blumenvase machen. Falsch. Oder man muss das direkt aus Clay machen und nicht aus den Bricks. Nein. Aus vier einen Blumentopf. Aus vier? Nee, aus dreien. Drei, ja. Drei. So, Herr Enderman, ich muss dann aber leider sagen, wir machen jetzt zu, ne? Also, Sie können da noch ein bisschen sitzen bleiben, aber Sie wissen, da hinten ist der Ausgang. Wenn Sie hier oben einen Raum in unserem Hotel haben, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie sich vielleicht in den nächsten paar Stunden dort einfinden. Denn hier beginnt bald die Nachtruhe. Aber leider werden Sie jetzt hier an der Bahn nicht mehr bedient. Und Dankeschön für Ihre Gastfreundschaft, genau. Nee, für Ihren Aufenthalt. Für Ihren Aufenthalt. Und hoffentlich haben Sie noch einen weiteren schönen Aufenthalt hier im Hotelrestaurant Tropica. Keine Ahnung. Es ist ja Tropica. Tropica. Nennen wir es Tropica. Oder? Das heißt jetzt Tropica. Tropica. Tropikachu. was? Tropicana. Hotel Restaurant Tropicana. Hotel Restaurant Tropicana. Da haben wir es. Ihr hört es zuerst. Bringt und macht schnell eure Reservierungen. Wie ihr seht, die rennen uns hier mittlerweile die Bude ein. Ja, also ein Bude ein Besucher haben wir bisher. Sie sagt schon einfach gar nichts mehr dazu. Ja, ist so. Ich bring die Blumen und den Topf. Alles klar. Du hast die Schere dabei, kann das sein? Ja. Magst du mir die mal kurz leihen? Ich würde in die Hotel in die Hotelzimmer gerne auch Betten bauen. Ja, wo bist du eigentlich? Ach, du bist gerade nach oben gelaufen, ne? Ja, ich laufe dir gerade hinterher, bleib doch mal stehen. Da. Woher soll ich das? Ah, du bist aber. Nee, du kannst ja gar nicht einen anderen Weg hochgekommen sein, hä? Doch klar kann ich einen anderen Weg hochgekommen. Wenn ich darüber zu deinem Baumhaus wollte und dann eben vor dem Hochding da lang hoch bin. Ach so, du bist. Bin quasi einmal außen rum gelaufen. Ja, aber du hättest mir auf der Treppe doch begegnen müssen. Offensichtlich nicht. Oder du warst in dem Moment einfach noch in deinem Haus oder so? Da kamst gerade noch von. Nein, ich kam von da unten. Ach so, und in dem Moment war ich dann wahrscheinlich schon hier vorbei. Vermutlich. Da habe ich in die Truhe geguckt, hast du nicht die Schere und dann bist du mir hinterher gerade. Ich habe jedenfalls eine Vase und nebenbei aus. Die ersten weiblichen Akzente.
Aus Ziegeln kann man die machen, aber nicht aus Netherziegeln leider. Sonst hättest du nämlich viel mehr Vasen. Ja, das stimmt schon, aber das habe ich mir schon fast gedacht. Nethervasen! Ja. Vasen, ich hätte beinahe Warzen gesagt. Nethervasen für Netherwarzen. Oh, ich hänge zwischen deinen Tischen fest. Okay. Wo genau? Hilfe, hilf mir raus. Nicht, dass du den Enderman anguckst. Der ist schon längst gegangen. Was? Ach, der ist wahrscheinlich in seinem Hotelzimmer gezogen. Ja, du sagtest ihm doch, er soll dahin gehen. Warte, ich versuche dir zu helfen. Ein Schwertstreich müsstest du ja überleben. Nee. Ah, okay, da hast du dich. Out. Ich habe eigentlich Rückstoß, deswegen dachte ich, kann ich dich da rausboxen. Ah, jetzt. Ah. Ja, mit dem Rückstoßschwert natürlich nicht, aber mit einer Druckplatte. Ja, das sind Druckplatten, da kannst du nichts draufstellen. Ja, ich wusste es eigentlich, ich wollte es nur trotzdem nochmal versuchen. Ja, die Sache ist halt, wenn man anstatt Druckplatten Dingens macht, Slabs... Sind die höher als die Lehne. Ja, dann sieht es irgendwie nicht ganz so aus, aber ich kann es ja nochmal probieren. Vielleicht sieht es dann doch noch was aus, aber ich glaube nicht. Man könnte vielleicht... Nee, das sieht doch... Hässlich, hässlich. Aber man, wie sie mir gleich auf den Tisch kotzt, auf den neuen gebauten. Man könnte vielleicht, wenn das nur welche wären, die so auf halber Höhe sind. Inwiefern auf halber Höhe? Meinst du, wenn ich die Tische eins runtersenken würde? Ja, also ja, dann müsste ich aber den kompletten Boden neu bauen. Nein, darf ich mal kurz hier das... Versuch einfach mal, ja. Ich meine zeigen. Wenn Mach du das. Jetzt... Nein, nicht hier dran. Nein, ich wollte daneben, da seitlich dran. Ich hole mir gerade mal ein bisschen Wolle für Betten. Gut, dann nehme ich mir eben den Erdblock zur Hilfe. Wenn... Wolle mal uns nackig mache! Yay! Wenn du die quasi so... Du bist weg. Ja, ich bin gerade Schafe am Scheren, Entschuldigung. Na gut. Aber ich dachte mir, ich hole mir erstmal ein bisschen Wolle und dann komme ich zurück und sehe, was du so gemacht hast. Okay, ich habe das jetzt nur an einem einzelnen so und auch nicht mit dem richtigen Holz, aber... Ja, deswegen, es ist genug Holz theoretisch in den Truhen. Ja, ich tue jetzt mal das Zeug, von was ich da weggenommen habe, gerade in die Kiste da und du kannst dir dann ansehen. Ist dein Häuschen eigentlich soweit äußerlich fertig? Ja, ne? Äußerlich eigentlich, ja. So. Schwebende Blöcke? Ja, du kannst dir ja vorstellen, da wäre etwas drunter. So kann man sich jetzt aber nicht mehr hinsetzen. Ja, man muss halt springen, ja. Irgendwie sagt mir das nicht ganz so zu, muss ich sagen. Irgendwie gibt's nichts Ideales dafür. Nee, leider nicht. Also Tische kann man wirklich noch nicht ordentlich machen. In Minecraft. Besser als das geht's halt nicht. Ja, mit einer Falltür kommst du da eh nicht weit. Was? Du hast eine Falltür in der Hand. Oh, wo habe ich denn... Ach, hier ist diese Rückplatte da drunter. Den wollte ich da jedenfalls wieder dran setzen und dann... Diese Sekunde dieser vollkommenen Verwirrung. Die habe ich gerade so genossen, diese Sekunde. Sie war eine Ewigkeit lang. Mit der Dings kommst du nicht weit, mit der Falltür. So. Ja, genau. Das habe ich sogar, glaube ich, im Vorbau halt anstatt hier die Fackeln, habe ich da eins mit dem Tropensetzling und da eins mit dem Tropenbaumsetzling. Ich finde Orchideen aber viel, viel geschmackvoller. Ja, aber du kannst sie auch da auf die Ecke packen. Ich denke, das würde sogar noch besser passen, wenn die auf die Ecke hängt. Geht sie kaputt, wenn ich die abbaue? Mit der Schere auf jeden Fall nicht. Schere. Ich glaube, mit der Schere könntest du die da direkt raus abbauen. Ja. Habe ich sie aufgenommen? Das hättest du ja auch selber machen können. Aber es ist ja deine Schere. Ich wollte sie dir auch zurückgeben. Wieso ist es deine Schere? Die kommt aus der Schafkiste. Ach so, ich dachte, du hast die gebaut. Quatsch. Ich baue doch keine Scheren. Hätte sein können. Ich weiß es ja nicht. Hast du die Pflanze jetzt da nicht reinge... Ach so. Ist doch da. Nee, die hast du bei mir noch in der Hand. Ja, ich habe zwei dabei. Eine ist drin. Eine habe ich in der Hand. Bei mir ist da gerade keine drin. Okay. Ja, ich habe halt den Ding jetzt kaputt gemacht. Hä? Nee, die Blume sehe ich nicht. Du siehst keine Zombies, ich sehe die Blume gerade nicht. Vorher habe ich sie gesehen, aber hier auf der Ecke? Nee.
Da ist keine Blume, nein. Ich probier's nochmal. Blume. Mach mal eine Blume rein. Da, 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 da. Da, 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 da. Weißt du was? Du darfst sie selber einpflanzen. Yay! Zack. Das ist eine Ehre. Und zack. Hui! Ja, Blume! Jetzt sehe ich sie nicht. Wow. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich hab die mit der Schere kaputt geglitscht, habe ich das Gefühl. So, mach mal deine jetzt rein, die du da hast. So. Okay, nee. Tu deine drüber. Ach so. Mach mit zwei rein. Ja, ich kann da aber nichts reinpflanzen. Ich habe das schon versucht mit dem Tropensetzling. Also okay. An sich ist der Spot belegt, ich sehe es nur nicht. Und vielleicht liegt sie an der Orchidee, warte. Ich habe noch eine andere Blume bei, wo es jetzt das Ding sind. Den habe ich gerade aufgesammelt hier. Okay. Nope. Okay. Ist eh nur Löwenzahn. Aber hier, wenn du den da jetzt plantest... Oh. Sollte ich ihn nicht direkt wieder abbauen? Nee, dann sehe ich auch nichts. Okay, wir haben das Spiel zerglitscht. Yeah! Glitch-Modus mit HBK und Shireen. Achso, du hast da schon was reingetan. Ich hätte auch Tulpen im Angebot. Kannst du auch machen. Siehst du eh nicht. Ja, eben. Ist eh nicht, was du da ungezogenes reintun könntest. Okay, die das klingt komisch. Eine Fackel rein. Nee. Da fackelt sie nicht lang. Boah, den hat ja noch gar keiner gebracht. Nee, die Orchidee sah am besten aus. So. Und kriege ich die andere Blume wieder? Ja, Moment. Ich baue mir gerade ein paar Betten. Ein paar viele. Ich glaube, so viele Räume habe ich gar nicht. Aber ich kann ja auch große Betten einbauen. Eine Blume für die Dame? No. Ich sehe sie! Ich kann die blaue Orchidee sehen! Ja! Ja! Sie ist, ja. Sie ist wieder da! Da, 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 da! Da, 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 da. Wenn einer von euch weiß, welche Serie das war, schreibt es in die Kommentare. Yeah. Das mache ich ja sehr gerne. Was fragst du dich? Ob hier vielleicht so für ein paar Akzente an manchen Stellen Teppich reinpassen wird, wie zum Beispiel ein schwarzer Teppich, der die Bar umrandet. Durchaus, durchaus. Ja, dafür müsste man nur Teppich sammeln, Farben, wie auch immer. Und halt auch den Farbstoff, den man jeweils braucht. Tinte wird wohl nicht schwer zu kriegen sein. Ach so, ja. Ach so, das macht schwarze Farbe. Aha. Okay, gut. Ja, Tintensäcke müsste ich auf jeden Fall noch in Truhen haben. Ich dachte, du bleibst jetzt hier so lange, bis der Sonnenaufgang kommt. Oh. Sorry. Na, ich weiß auch nicht, wie lange die Nacht noch ist. Also du kannst auch erstmal Tintensäcke sammeln und schwarzen Nein, Teppich. Ich wollte eigentlich zu meinem Haus und gucken, wie... Da pennt die Alte einfach in meinem Bett. Was soll denn das hier? Kann ich einfach... Nee. Ich kann mich nicht einfach raushämmern. Okay. Boah, geh mal ins Bett, Alte. Was macht sie da? Aua! Ach, du kannst mich hauen. Ja, umgekehrt geht das umgekehrt. Hä? Wieso konnte ich das nicht? Rrr, Hallöchen. Oh, wie sie sofort aufsteht. Tja. Wo hängt denn der Mond? Ach, der ist schon ungefähr so auf der Hälfte. Aber guck mal, hier so von außen dein Haus an, sieht doch cool aus. Ja, das Dach gefällt mir nicht so ganz. Ich bin da beim Dach auf der Seite Richtung Balkon nicht sicher. Richtung Balkon? Was hast du denn? Also daran habe ich jetzt ehrlich weniger ausgesetzt. Diese kleine hervorstehende Kante, aber ohne sieht es noch blöder aus. Ach so, das, aha, das meinst du. Du meinst unter dem Slab da? Oder was meinst du? Oder meinst du den Slab? Oder? Hä? Nein, nein, da unten rechts, der ist nur, damit ich aufs Dach kam. Der kommt wieder weg, aber... Ja, nee, ich... Ich meine den Rand oben am Dach. Genau, das meine ich auch. Ach so, das ist mit Treppen gebaut, ne? Ja. Ah, okay. Ich dachte, das sind irgendwie Slabs, die außen rumgehen. Ja, genau, halbbreite Slabs. Ja, eben.